Vor über 500 Zuschauern in der ausverkauften Aula in Calw fand am Freitag die Kinopremiere des neuen Mania Pictures Films Tatort Calw – Hexensabbat des Regisseurs Armin Schnürle statt. In dem mittlerweile fünften Spielfilm der Krimireihe im schwäbischen Mundartdialekt geht es um den Mord an einem Wunderheiler, der dem ersten Anschein nach sein rituelles Ende auf dem Scheiterhaufen fand. Wie schon in den vorangegangenen Tatort-Calw-Filmen ermittelt das regional beliebte Ermittlertrio Jäger, Kraft und Hoffmann. Als Filmer und vor allem als Amateurfilmer, bei dem man kein sehr großes Budget zur Verfügung hat, da ist man sehr stark auf Hilfe angewiesen. Natürlich primär auf die Darsteller und auf die Crew, aber wir sind auch sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, die uns hier in unserem Mikrokosmos Calw, in dem wir tätig sind, die uns da immer wieder zuteil wird. Und das ist mir ein echtes Anliegen, dass wir uns bei all denen, die uns unterstützen, sehr gerne bedanken möchten. Und wie bereits in den Vorjahren üblich, bekam das gut gelaunte Publikum vor dem Hauptfilm amüsante, selbstproduzierte Werbeclips des Filmvereins zu sehen. Also Buh, mir so das Schwätze, weil du bist jetzt 42 und also... Der Fadi will sagen, du sollst doch vielleicht langsam mal eine eigene Wohnung suchen. Der Umzugsservice der Firma Mann. Die kümmern sich wirklich um alles. Auch prominente Gastdarsteller wie der Schauspieler Thilo Brückner ließen es sich nicht nehmen, an diesem Abend unter den Premierengästen im Schwarzwald zu sein. Wir sind eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft. Hier kennt jeder jeden. Hier ist, wie man so schön sagt, die Welt noch in Ordnung. Frau Kommissarin, und wenn wir Sie irgendwie unterstützen können bei der Aufklärung dieses entsetzlichen Verbrechens, also wir sind dabei. Wir helfen Ihnen. Der Film läuft ab sofort in mehreren Kinos in Süddeutschland an. Die erste Woche ist bereits komplett ausverkauft.